So, da sind wir auch schon wieder hier bei Black Ops 2 Headshot Challenge. Gerade einmal ganz kurz auf nochmal an und aus, habe den Timer neu gestartet und jetzt geht's wieder weiter. Ich habe jetzt ungefähr eine Sekunde verpasst, die ich nicht aufgenommen habe. Oh, das ist natürlich sehr schlimm. Könnte ja vieles passiert sein. Na, komm, dich will ich mitnehmen. Ja. Yeah. Gut, letzte Runde haben wir uns ziemlich gut geschlagen und ich habe immer noch meine Magnum hier. Wir haben unten als Perks einmal Wiederbelebung, Juggernaut für mehr Leben, Doppelfeuer Malzbier, dass ich schneller schießen kann und einmal Speed Cola zum schneller Nachladen. Das sind die vier Perks, die wir über der Rundenanzahl sehen. Die Rundenanzahl ist unten diese Striche, die da angezeigt werden. Also unten links natürlich. So. Dann kommen wir ja hier ziemlich gut voran. Double Headshot, yeah. Ja, es kommen halt pro Runde immer mehr Gegner und die halten auch immer mehr aus, aber meine Magnum killt die immer noch One-Hit. Die scheint wohl wirklich sehr gut zu sein. Das ist auch gut, dass ich die bekommen habe. Gucken, dass uns keiner von hinten angreift. Das wäre nämlich schlecht. Wie, das ist schon der letzte? Oh. Das ging ja schnell. Das ging ja sehr schnell. Ja, mein Taser-Schlag. Allerdings ist der nicht so toll. Weil wir hier halt in der Headshot-Challenge sind und deswegen können wir keine Messer und so. Das bringt nichts. Wir können die damit ja nicht... Ja, wir können damit keinen Headshot verteilen. Das geht schlecht. So, Runde 11 sind wir angekommen. Ja, haben Sie Beschwerden? Ich bin der Doktor. Ich heile Sie. Ja, Kopfschmerzen gehen nun vorüber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da kommen so viele Hände zu mir. Ich muss mich ganz kurz hier verpieseln. So, ich glaube, so langsam nehme ich dann bald auch mal die andere Waffe. Oh mein Gott, da kommen sie von hinten. So, einmal hier versucht irgendwie durchzukommen. Wir können ruhig ein paar Schläge einstecken. Das ist kein Problem, das überleben wir. Allerdings noch nicht zu viele. Weil sonst kippen wir um. Die Zombies haben sich nämlich nicht die Hände gewaschen und dann sind wir voller Bakterien und ja. Das tut uns halt nicht gut, ne? Ja, okay, gut. Die Munition ist leer. Jetzt müssen wir mit dieser Waffe hier weiterspielen. Die haut auch ganz gut rein. Verzieht allerdings ein bisschen. So, wir können ja mal... Okay, so wird das nichts. Ich muss schon zielen. Ich glaube, wir holen uns gleich mal eine andere Waffe. So, jetzt ist nämlich gerade Zeit dazu. Ich würde wirklich gerne noch Munition für die hier bekommen, weil die ist auch wirklich sehr gut. Und deswegen versuche ich jetzt, die hier mal auszutauschen. Hoffentlich gegen irgendwelche anderen Pistolen. Ja, perfekt. Perfekt, eine Schrotflintenpistole. Ja, die benutzt Schrotflintenmunition. Das ist nicht eine ganz gewöhnliche Magnum, sondern halt eine Schrotflintenmagnum. Kann man sozusagen sagen. Das sieht man und hört man, glaube ich, auch. Oh. So, einmal nachladen. Oh, das ist natürlich jetzt ungünstig, da die nicht One-Hit macht. Da braucht man schon mehrere Versuche. Oder die Gegner müssen halt dicht dran kommen. Und dann kriegen wir sie auch. Oh. Da sind die Herrschaften gerade explodiert. Ist aber nicht schlimm. Das juckt uns wenig, ob sie explodieren oder ob ihnen der Kopf fehlt. Hauptsache, sie sind tot. Ey, du kannst zwar schön verschwinden. Also ich muss schon sagen, die Headshot-Challenge, was ich mir ausgedacht habe, das macht mega viel Spaß, einfach mal alle Maps hier durchzugehen und einfach jeden Zombie Headshot zu verteilen. Und dabei noch zu gucken, wie weit man hier halt kommt. Also ich habe da gerade wirklich richtig Spaß dran, muss ich echt sagen.
Könnt ihr unbedingt auch mal ausprobieren. Unten in der Beschreibung seht ihr, wo ihr das Spiel kaufen könnt. Habe ich aber auch schon in der ersten Folge gesagt, sage ich jetzt aber gerne nochmal. Das Spiel ist ab 18 und deswegen bitte nur kaufen, wenn ihr 18 Jahre alt seid. Und wenn ihr 18 seid und dieses Spiel habt, dann macht doch auch mal diese Headshot-Challenge und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Das würde mich schon interessieren. So, und jetzt versuche ich erstmal selber hier so weit zu kommen, wie es nur geht. Da hinten kommen die Herrschaften schon wieder angekrochen. Wir sind gerade mal bei 5 Minuten. Ich rush hier durch. Oh ja, richtig gut, richtig gut. Ich hätte vorher nachladen können, aber jetzt kann ich meine andere Waffe wieder nehmen. Huch, da bin ich gerade durch, glaube ich, gerade durch einen Zombie durchgelaufen. Und die hier macht immer noch One-Hit. Das ist schon mega nice, muss ich schon sagen. Die hier immer noch One-Hit macht. So, ich gehe jetzt gerade mal ins Haus. Versuch mal, dass die jetzt alle von hier kommen. Oh mein Gott, das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich noch schnell umgedreht. So, ich glaube von oben kam gerade noch einer. Hilfe. Ein bisschen eng hier, ich verpiss mich mal. Die Leute sind wieder zur Hausparty gekommen, aber ich habe gerade nicht so viel Gäste erwartet und das wird mir zu eng. Platzangst und so und deswegen schnell abgehauen. So, rennen wir mal hier durch. Es ist immer besser, alles zu öffnen, was zu öffnen geht, damit man einfach die meisten Fluchtmöglichkeiten hat. Ansonsten muss man sich die erst kaufen und dann ist meistens so, dann hat man das Geld dafür nicht. Und das ist dann halt doof. Na los. So, das sammle ich jetzt noch nicht ein. Ich hoffe, dass wir gleich mal wieder ein bisschen Munition bekommen. Munition. Das wäre jetzt schon ganz nice. So, Zombies kommen. Ich warte noch mal ein bisschen ab. Und dann gehen wir gleich wieder auf Zombiejagd. So, Zombies. Kommt her. Ich glaube, bis Welle 15 macht ihr hier noch One-Hit. Das ist wie bei den anderen guten Waffen. Das war irgendwie immer Welle 15. Und ab da dürft ihr dann aber zwei Schüsse... Oh mein Gott. Ab da dürft ihr halt zwei Schüsse brauchen. Ja, das war klar. So, ich glaube, hier in dieser Wiederbelebungsphase ist die einzige Phase, wo wir halt ohne Headshots die Gegner töten können. Aber das war gerade echt ein bisschen viel. Und jetzt sind alle Sachen weg. Okay, warte, wir können uns die ganz easy wiederholen. Zuerst das. Wir haben viel Geld. Dann holen wir uns das. Ganz wichtig, Juggernaut darf nicht fehlen. Okay, warte mal, dann muss ich jetzt hier erstmal so. Na los. Bringt uns jetzt zwar nicht viel Insta-Kill, aber wenigstens etwas. Yep, brauche ich. Oh, ich muss hier durch, Scheiße, hätten wir jetzt keine Wiederbelebung. Es wird langsam wirklich schwerer, das merkt man. So, dann einfach nochmal alles holen. Geld reicht aber auch nicht, um das ewig machen zu können. Ich wollte eigentlich gerade nach unten, ja, ich hätte einfach nach unten laufen können, fällt mir gerade auf. Ja, komm, du musst mich jetzt nicht hauen. So, dann einmal nochmal das hier holen. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld ansparen. Oh! Da ist das Wiederbelebungsding weg. Das ist nicht gut. Das müsste jetzt irgendwo anders nachher wieder irgendwo herkommen, also halt woanders wieder runterkommen. Dann können wir es wieder nehmen. Oh, das kommt gar nicht mehr. Dann können wir uns also nicht mehr wiederbeleben. Das wäre natürlich doof. Und zack. Oh, oh. Einmal kurz abhauen. Ja, eher weggehen.
Sehr gut. So, dann holen wir uns mal Speed Cola, dass wir halt schneller nachladen und so halt besser Überlebenschancen haben, falls wir nochmal ganz schnell angreifen müssen, während wir am Nachladen sind. Was? Cola Speed? Welle 15. Wird das unsere letzte Welle sein? Man weiß es nicht. Immer noch One Hit. Okay, nächste Welle dürften wir aber dann mehr Hits brauchen. Und ich glaube, wir holen uns gerade eine neue Waffe. Könnte tödlich enden, ich weiß. Ich lade nochmal sicherheitshalber nach. Ja, die hier brauchen schon zwei Hits. So, einmal ganz schnell. Das ist, geht in Ordnung. Oh mein Gott, aua, ja, ist ja gut. So, das ist nicht gut, da runter zu laufen, da kommen sonst zu viele an. Aua. Mal. Oh, das war nice. Oh, schnell durch, oh Gott. Ich kann mich nicht mehr wiederbeleben, das heißt, ich darf mich jetzt nicht zu oft anhitten lassen. Die ganzen Runner müssen jetzt zuerst weg. Oh Gott, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse die hier braucht. Viel zu viele, viel zu viele. Die einzige Waffe, die noch effektiv ist, ist die hier. Oh mein Gott. Gut, wenn jetzt alle aus einer Richtung kommen, wäre das perfekt. Alter, wie viel das sind. Das war schon klar. Nein! Okay. Das war jetzt unsere letzte Wiederbelebung. Das ist jetzt natürlich scheiße, aber da konnte ich nicht mehr weg. Gut. Dann nochmal alles neu holen. Da gar noch unbedingt, damit wir ebenfalls auch ein bisschen aushalten. Also langsam geht's echt dem Ende zu. Alter. Oh Gott, von hinten. Okay, ich kaufe mir jetzt gerade mal nichts anderes. Ich hoffe, da... Oh, scheiße. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit uns. Ich glaube, das war's jetzt. Ja. Das Ding hier ist weg. Es wird jetzt auch nirgendwo anders mehr stehen. Ich glaube, man kann sich das nur dreimal kaufen. Und wir brauchen jetzt ewig hierfür, bis die sterben. Ich versuche es noch ein paar zu töten, sodass hier wenige übrig bleiben. Am besten, ja, zwei Stück oder so. So, dass wir uns eine neue Waffe in Ruhe holen können. Aber ihr seht schon, es dauert einfach viel zu lange. So, ich hoffe mal, es sind die letzten, dann kann ich da mal kurz hochlaufen. Hier oben ist gerade niemand. Bisschen Beeilung. Ah, nicht die schon wieder. Neue Waffe. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, ich glaube... Und toll, jetzt haben wir einen Affen. Achso, das ist cool, okay. Gucken, ob das hilft. Der explodiert gleich. Jo! Mega nice! Okay. Nochmal neu. Yes. Okay, damit haben wir jetzt wieder gute Chancen. Ich brauche Munition. Ich muss die hier wieder... Irgendwie, ich muss an Munition rankommen. Gut, den habe ich erwischt. Also die hier macht auch One-Hit. Allerdings ist sie halt ziemlich ungenau, glaube ich. Was heißt ziemlich ungenau? Die ist halt schon etwas... Genau, oh mein Gott. Geh weg. Ich muss anzielen, also so ein No-Scope ist eine sehr geringe Chance, dass ich da irgendwie treffe. Ah, oh mein Gott. Ich glaube, Welle 16 wird unsere letzte Welle sein. So, einmal hier schnell ins Haus reinlaufen. Alter, ich kann nicht zielen. Und da kommen sie auch schon. Oh mein Gott.
Zack. Zack. Alter, das sind einfach viel zu viel. Das ist eine ganze Straße voller Zombies. Ich muss Munition irgendwo herfinden. Wisst ihr was? Da! Für euch! Oh Gott, ey. Ich hoffe, es hilft. Jo. Scheiße, er war voll falsch geworfen. Ich hau einfach mal von dort ab, dass sie alle dorthin laufen. Da kommen immer noch welche. Naja. Er hat ein paar getroffen. Wir sind schon wieder die Ersten. Yeah. Ich würde mich freuen, wenn ich das hier noch überleben könnte. Wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Oh mein Gott. Alter, und die Munition geht mir auch gerade aus. Das wird voll knapp gerade. Gott. Falls ich das hier überleben sollte, was macht der denn? Dann fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber guck mal. Hier sind ein paar Zombies, die weggesprengt wurden. Tschüss. Alter, ich treffe die doch. Ach, natürlich ist eine unsichtbare Mauer voll logisch, weil man einfach nicht drauf darf. Schon blöd gemacht irgendwie. Kleinen Moment. Ach, Nase juckt. Zack. Drei Schuss, yeah. Dann haben wir Oh, sehr gut. Jetzt einfach zur Magic Chest laufen. Ich muss die Waffe jetzt einmal nehmen, die da jetzt rauskommt. Welle 17. Okay, ich lasse die Aufnahme jetzt erstmal laufen, weil ich glaube, dass das hier eben unsere letzte Runde wird. Obwohl. Ah, naja. Egal, ich mache einen ganz kurzen Cut. Bis gleich. Wir sehen uns dann in Runde 17 wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ihr habt nichts verpasst. Das wird höchstwahrscheinlich unsere letzte Runde sein hier. Das wird einfach so mega knapp. Und was soll ich mit einem Ballistikmesser? Wow. Wow, oh mein Gott. Ich darf nicht sterben. Ich muss an die Kiste dran. Egal wie, ich muss da gerade dran. Geht weg. Kann ich nicht von hier die Waffe nehmen? Scheiße. Das war's. Ja. Gut, wir haben bis Welle 17 überlebt. Das schneide ich einfach hinten dran. Naja, ich dachte, wir könnten es auch schaffen. Naja gut, ist ja nicht schlimm. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Map von Black Ops 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein und bei meinen ganz anderen Videos. Nicht zu vergessen, abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ihr könnt auch gerne mal ein Like da lassen. Also bis dahin, ciao.